frischer Gummi auf dem Asphalt. Sieht nach 295ern aus. Es riecht verdächtig nach frischen Michelins. Das Auto? Sicher Power ohne Ende. Ein SLR mit Frau am Steuer? Aber was für eine Frau. Es ist Susie Stoddart, die schottische DTM-Pilotin. Sie tauscht das Cockpit ihres AMG-Mercedes gegen das Interieur des SLR McLaren. Der sündteure Supersportwagen leistet 626 PS. Das sind über 150 PS mehr als ihre DTM C-Klasse. Okay, die Frau weiß, was sie tut. Very good. Als eine von zwei Ladies in der DTM muss sich Susie Stoddart mit 18 Männern messen. Noch dazu mit unterlegenem Material, denn ihre C-Klasse stammt aus dem Jahr 2004. Dennoch schreckt sie vor keinem Duell mit den bekannten Namen zurück. Ihr bestes Ergebnis, ein 10. Platz beim Saisonauftakt in Hockenheim. In der DTM hat sie als Neuling viel Arbeit vor sich. Am Steuer des SLR geht es vor allem um Fahrspaß. Doch Susie zieht schon erste Vergleiche zu ihrem Rennwagen. Ich denke, das ist das beste Auto, das ich jemals gefahren bin. Es ist sehr, sehr nah an meinem Rennwagen. Dank des Carbon-Chassis ist es sehr steif und das Handling ist wirklich gut. Die Kraft und der Sound des Motors sind absoluter Wahnsinn. Es drückt dich voll in den Sitz und wenn du die Traktionskontrolle ausschaltest, fließt die Kraft nur so. Ich bin so beeindruckt von diesem Auto. Und ein paar Donuts sind mit ausgeschaltetem ESP auch kein Problem für die 23-Jährige, die keinen Respekt hat vor 435.000 Euro. Die Schottin lebt nahe der Rennstrecke in Silverstone, nicht weit von McLaren in Woking. Der V8-Kompressormotor stammt, wie auch der V8-Sauger ihres DTM-Renners, von AMG im schwäbischen Affalterbach. Mit 626 PS und 780 Newtonmetern beschleunigt er den SLR in 3,8 Sekunden auf 100. Topspeed 334 km/h. Also die Beschleunigung ist unglaublich. Ich hätte gerne die Traktionskontrolle in meinem Rennauto. Dann könnte ich ein paar Megastarts von der Startlinie machen. Es drückt dich in den Sitz und fühlt sich ähnlich an wie bei meinem DTM-Auto. Der SLR hat zwar mehr Power, dafür haben unsere Autos weichere Reifen mit mehr Grip. Also geht es etwa gleich schnell vorwärts. Aber die Beschleunigung ist eines der Merkmale an diesem Auto. Es gibt drei verschiedene Einstellungen hier am Armaturenbrett für den Gangwechsel. Wir haben den Komfortmodus, den manuellen Modus, damit kann ich hier am Lenkrad mit den Tasten schalten. Und dann haben wir den Sportmodus. Wir haben auch einen Knopf für die drei verschiedenen Gangwechselgeschwindigkeiten, speziell wenn man manuell fährt. Hier geht es von schnell über mittel bis langsam. Die Bremsen sind aus Keramik und stoppen dich sofort. Sehr ähnlich zu meinem Rennwagen, der Carbonbremsen hat. Ich zeig's jetzt mal. Das bremst dich sehr schnell. Dieses Auto kostet 435.000 Euro. Das ist eine Menge Geld. Dafür bekäme man ein wirklich schönes Haus an der Westküste von Schottland, wo ich herkomme. Aber auch eine sehr schöne Wohnung oder ein Penthouse in London. Wenn ich 435.000 Euro übrig hätte, ich glaube, ich würde mir so ein Auto kaufen. Eher noch als ein Haus. Ich bin nun mal ein absoluter Autofan und Speedverrückt. Apropos Speed. Mercedes verpasst dem SLR in einer Sonderedition eine Leistungsspritze. 650 PS und damit Topspeed 337 km/h.
Nur für den Fall, dass 334 nicht reichen.